Schöne Grüße aus der Genusszone. Wir machen heute einen New York Cheesecake. Dafür haben wir hier folgende Sachen: Butterkekse, Butter, Zucker und Vanillezucker, Quark, Frischkäse, Zitronensaft, ein Ei, Sahne, noch mehr Zucker und Speisestärke. Als erstes machen wir unseren Kuchenboden. Dafür nehmen wir uns die Butterkekse, tun die in einen Gefrierbeutel. Dann zerbröseln wir die mit Hilfe eines Nudelholzes. Nachdem wir jetzt alles zerbröselt haben, geben wir die in eine Schüssel. Und geben jetzt die geschmolzene Butter dazu. Das vermischen wir jetzt mit einem Löffel. Nachdem alles gut verrührt ist, ist das jetzt so eine bröselige Masse. Und die geben wir jetzt in unsere 26er Springform. Dann drücken wir das Ganze ein bisschen platt. Wenn alles schön glatt gestrichen ist, kommt das Ganze 5 bis 10 Minuten bei 180 Grad in den Backofen. Jetzt kümmern wir uns schon mal um den Belag, während unser Boden backt. Dafür nehmen wir den Frischkäse. Unser Behälter, den Magerquark geben wir dazu, den Zucker und die Speisestärke und das verrühren wir dann erstmal. Wenn das alles verrührt ist, fügen wir noch die Sahne dazu, ein Ei und 2 Esslöffel von dem Zitronensaft. 1, 2. Das Ganze rühren wir jetzt glatt. Wichtig ist, dass wir das mit einem Schneebesen machen und nicht mit einem Rührgerät. So, der Teig ist jetzt fertig. Genau wie die Creme, die wir eben glatt gerührt haben. Der Boden war jetzt 7 Minuten im Ofen und jetzt kommt unsere Creme darüber. Nachdem wir jetzt alles eingefüllt und glatt gestrichen haben, kommt das nochmal für 45 Minuten bei 180 Grad in den Ofen. Unser Kuchen ist gleich fertig und darum bereiten wir schon mal unseren Guss vor. Für den Guss habe ich hier den Schmand. Zucker und Vanillezucker und nochmal einen halben Esslöffel Zitronensaft. Ein bisschen so. Das Ganze wird miteinander verrührt. So, jetzt nach 45 Minuten ist der außen ein bisschen braun und kann rausgenommen werden. Jetzt kommt unser Guss nochmal da drauf. Und dann kommt er nochmal für 5 Minuten in den Backofen.
Und jetzt wieder für 5 Minuten in den Backofen. Nach den weiteren 5 Minuten sieht er jetzt so aus und ist fertig. Jetzt muss der Kuchen nur noch runterkühlen und über Nacht in den Kühlschrank gestellt werden. Dann kann er morgen gegessen werden.